Hallo und herzlich willkommen zur Instagram Coffee Break des Alfred-Wegener-Instituts. Mein Name ist Miriam Seifert, ich bin Doktorandin in der Meeresbiologie und arbeite an einem biogeochemischen Ozeanmodell. Ich bin außerdem noch Mitglied von Amis for Future, das ist eine Regionalgruppe von Scientists for Future. Wir möchten euch heute vorstellen, gemeinsam mit meinem Kollegen Matthias Wietz, was wir machen, wer wir sind, was wir tun. Und dazu hole ich jetzt Matthias einmal rein. Ihr habt ja in den nächsten 20 bis 30 Minuten werdet ihr ein wenig über Avis for Future lernen. Falls ihr Fragen habt, stellt sie gerne. Gerne jederzeit in den Chat und wir versuchen sie zu beantworten. Und da ist Matthias schon. Hallo. Ja, hi Miriam, schön dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Moment, mein Tee ist auch schon bereit. Die Coffee Break ist bei mir eine Tea Break. Wie sieht es bei dir aus? Ja, die Verbindung ist gerade noch so ein kurz bisschen hakelig. Naja, ich hoffe mal, du bist genauso gut vorbereitet wie ich, mit einem schönen Kaffee oder Tee. Selbstverständlich, bei mir ist es Tee. Genau, Sehr gut. ja. Sehr schön. Ja, ich habe zwar trinke zwar schon viel zu viel Kaffee, aber zu dem besonderen Anlass natürlich gerne noch eine weitere Tasse. Ist natürlich besonders schön. Auch wenn es natürlich jetzt in Person schöner wäre, auf jeden Fall. Aber Das ja, ist richtig. erstmal Prost. Prost auch an alle da draußen, die zu sehen. Ich hoffe, ihr habt auch ein leckeres Getränk. Jetzt nachmittags um 4 kann man vielleicht auch schon das erste Feierabendbierchen trinken. Bei mir ist es noch Tee. Genau. Genau. Du hattest dich schon vorgestellt oder wollen wir überhaupt mal sagen, wie wir uns überhaupt kennen oder warum wir jetzt hier gelandet sind? Ja, sag Kennst doch du mal, dich? was du so Ach in deinem so. Alter machst. Ich habe gesagt, dass ich meine Ja, du. Doktorarbeit schreibe in der Modellierung. Du machst was ganz anderes, ja? Ja, genau. Also ich glaube, ich trage so ein bisschen dazu bei, dass du die Daten auch bekommst, die du dann nachher deinen Computer fütterst, weil ich zähle halt zum Beispiel die Bakterien in ihrem Lebensraum, also vor allen Dingen in der Arktis im Moment. Schauen wir da an, wie die sich über die Jahre und Jahreszeiten so entwickeln in der Zusammensetzung und dann natürlich auch im Hinblick auf den Klimawandel, also ob wir da sehen, ob sich über die Jahre was verändert in den Mikroben, was halt ganz wichtig ist, weil die an der Basis der Nahrungskette halt stehen. Und diese Daten nimmt dann nachher zum Beispiel Miriam und schaut sie dann, glaube ich, in ihren Modellen so ein bisschen an, ne? Genau, also Beobachtungsdaten nehmen wir zum Beispiel und gucken, wie performt denn unser Modell überhaupt. Passt das? Ist das richtig, was es tut? Und wenn das Modell gut funktioniert, kann man es zum Beispiel dann verwenden, um zu schauen, was in der Zukunft so stattfindet. Zum Beispiel im Sinne des CO2-Kreislaufs. Also wir Menschen Genau. packen immer mehr CO2 in die Atmosphäre und das hat auch Auswirkungen auf das Leben im Meer. Genau, und ich Genau, glaube, und deswegen kamen wir ja auch dazu, dass wir uns quasi gefunden haben. Also nicht nur wir beide, sondern auch eine größere Gruppe vom AWI, weil wir halt alle in der Richtung halt forschen. Viele in Bezug mit Polar natürlich und dem Klimawandel. Und ja, ich meine, wir sind ja halt 1000 Leute am AWI und wie finden wir uns da überhaupt über solche Sachen halt, ne? Über das gemeinsame Interesse daran halt irgendwie mit unserer Forschung vielleicht auch was zu verändern. Und genau, ich glaube, wir waren im Frühsommer 2019 oder sowas, waren wir bei der ersten Demo dabei, ne? genau richtig. Ich glaube, also ich meine, Fridays for Future macht ja, organisiert ja jeden Freitag Demos und dann gibt es ein, zwei Mal im Jahr auch globale Klimastreiks, die dann wirklich in allen Städten weltweit stattfinden. Und natürlich, wenn man irgendwie am Klimawandel forscht, weiß man, wie dringlich das ist, zu handeln. Und dann haben wir irgendwie privat beschlossen, erstmal auch zu den Streiks zu gehen und haben uns da eben auch irgendwie alle getroffen und haben gesagt, Mensch, wir Wissenschaftler können irgendwie doch bestätigen, dass die Forderungen von Fridays for Future richtig sind. Es gibt das Netzwerk Scientists for Future und da haben wir dann beschlossen, dass wir als AWI-Mitarbeiter auch aktiv werden sollten. Genau, das sind insgesamt so im Kernteam 10 Leute. Ja, da haben wir Genau, irgendwie uns. 100, 150 im gesamten Institut. Und ich meine, was halt auch ganz cool ist, wir sind halt die einzige Gruppe von einem wissenschaftlichen Institut, wo es halt so eine Regionalgruppe gibt von Scientists for Future. Also andere Institute sind natürlich auch in der Richtung aktiv, aber wir sind halt die einzige, die sich quasi institutsweit vernetzen und haben da eigentlich auch schon einiges Cooles auf die Beine gestellt, ne? Also jetzt gerade natürlich im letzten Jahr war es ein bisschen schwierig,
mit der Pandemie, weil sonst kann man natürlich nicht mehr so gut auf die Straße gehen. Und ich glaube, fast unser Geburtstag ist ja jetzt unser kleines Baby, unseren einjährigen Geburtstag hat es bald von Wissenschaft fürs Wohnzimmer. Ne? Genau, richtig, ja. Ja. Ist so ein bisschen aus der Not geboren. Ne? Also grundsätzlich haben wir uns ja erstmal begründet, um zum einen Outreach zu machen, das heißt auf die Straße zu gehen, bei Demos aber auch irgendwie in Schulen zu gehen oder Aktionen zu machen. Wir haben Flash-Talks oder so kleinere Train-Talks in Zügen gemacht und naja, dann kam Corona, wie es so ist, und dann haben wir vor einem Jahr oder vor einem knappen Jahr überlegt, ja, was machen wir denn jetzt, wie bringen wir denn jetzt unsere Forschung trotzdem an den Mann, an die Frau, und haben dann ein wissenschaftliches Wohnzimmer gegründet. Das war erstmal ja irgendwie so eine spontane Idee, wir machen jetzt einen YouTube-Livestream, keiner von uns wusste, wie man einen Livestream macht auf YouTube. Dann gab es wilde Versuche und ja, dann haben wir das irgendwie zu laufen gebracht, gemeinsam mit unseren Kollegen, die da sehr, sehr aktiv sind. Und ja, es gibt wöchentlich Wissenschaft fürs Wohnzimmer, jeden Donnerstagabend um 20.30 Uhr auf YouTube gibt es einen wissenschaftlichen Vortrag im Livestream, und den kann man hinterher eben auch nochmal anschauen. Eigentlich eine schöne Sache, wir haben da überraschend viel Erfolg gehabt, überraschend viele Live-Zuschauer, und dann hinterher wird das auch, werden die Vorträge gekriegt, das ist eine schöne Sache. Ich glaube, das ist auch zu Pandemie-Zeiten ganz schön, wenn man da ein bisschen Abwechslung in die Wohnzimmer bringen kann. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt schon ein bisschen anders. Wir haben das ja auch auf der Straße gemacht, bei den Demos, wo wir auch uns hingestellt haben, oder in den Zügen, wie du ja gesagt hast. Was dann nämlich auch natürlich schön ist, wenn man den direkten Kontakt hat zu den Leuten. Allerdings auch manchmal nicht so schön, weil man natürlich auch direkt, wenn man jetzt in der Fußgängerzone steht, in Bremen zum Beispiel, haben wir das gemacht, halt teilweise auch wirklich dann die Leugner halt trifft, ob jetzt Corona ja. oder Klimawandel, die trifft man halt auch da, was dann nicht so schön ist. Ist natürlich online, hat man ein bisschen mehr Distanz, wobei wir dann ja auch mit dem Live-Chat das irgendwie ganz gut machen, ne? Dass wir da quasi die Leute direkt einbinden, dass sie halt uns Fragen stellen können im Chat, was halt ganz cool ist. Also deswegen. Das ja, stimmt, dann bekommen wir auch 40 meistens. Folgen oder so. Ja, genau. Ja, das glaubt fast mehr, oder? Weiß ich nicht. Ja, 41, ja, 44, heute Abend. Leute. Genau, heute Abend findet der nächste statt von Janosch und Michaelis. Genau, da könnt ihr auch gerne, alle, die jetzt gerade zuschauen, wenn ihr um 20.30 Uhr Zeit habt, guckt mal in unseren YouTube-Kanal Wissenschaft fürs Wohnzimmer. Da findet ihr dann den Live-Talk von Janosch und auch die Aufnahmen von sämtlichen anderen Vorträgen. Genau, das ist so ein bisschen momentan unser Baby. Ja, nichtsdestotrotz versuchen. Genau. Ja. Wir haben inzwischen auch, sind auf Twitter aktiv und genau. Also man lernt viel über Social Media Kanäle. Das finde ich auch eine große Lektion. Aber das ist so, wie man Leute erreicht, ne? Und das ist ja auch so ein bisschen unser Ziel, aus dem Schneckenhaus rauszukommen und die genau. Wissenschaft. Zu zeigen, dass wir auch hier sitzen mit einem Kaffee irgendwie und genau. Dann, na gut, natürlich ist der Vorteil, dass man ab und zu mal rauskommt auf eine Expedition, aber die meiste Zeit sitzt man halt auch nur zu Hause und wir sind halt auch im Moment hier eingeschlossen quasi und ja, so ist es halt. Aber ja, es ist im Endeffekt schön, dass wir einfach so auch zeigen können, ja, wie vielfältig auch die Forschung ist, natürlich die Leute, die daran arbeiten, am AWI so, weil ich glaube, die meisten Leute haben davon ja auch keine Vorstellung, wer überhaupt da so hinter sitzt. Und ja, guckt einfach mal rein in die Seite, also gibt es halt alles vom direkten Klimawandelbezug bis was Massenaussterben in der Vergangenheit in Bezug auf frühere Klimawandel zum Beispiel. Oder halt jetzt im Moment, was passiert, direkt in der Arktis. Genau, da haben Miriam und ich haben ja auch schon einen Vortrag gehalten. Also ich habe da über dieses Großprojekt was erzählt, wo ich halt Teil von bin, wo wir ganz verschiedene Parameter untersuchen zwischen Spitzbergen und Grönland. Nicht nur jetzt die Mikroben, aber auch bis zu den Walen, also ob man da irgendwas sieht im Vergleich zu früheren Zeiten, wo das Eis noch häufiger war. Darüber gibt es halt zum Beispiel einen Vortrag, was da dann einfach auch einfach mal gut ist zu sehen oder dass ihr vielleicht auch einen Eindruck bekommt, was eigentlich dahinter steckt, wie viele Leute daran beteiligt sind. Und ja, dass wir das einfach auch gerne dann euch irgendwie zeigen wollen, was wir mit der Forschung halt erreichen wollen, sowohl in der Wissenschaft, weil das spannend genug ist, aber halt auch natürlich, um vielleicht die Politik ein bisschen aufzurütteln, um zu sagen, Leute, wir müssen jetzt endlich mal was machen und
ja, mal auf die Wissenschaft hören. Und das, ja, gibt natürlich immer genau die Überschneidung zu Corona gerade. Also genau wie da ist es einfach wichtig, dass wir irgendwie die Leute irgendwie catchen sozusagen. Ja, genau. Und irgendwie zu erklären, wie funktioniert Forschung letztendlich, ist es jetzt, klar, man braucht Fachwissen dafür, aber es ist keine Zauberkunst. Dass das Klimawandel eben stattfindet, wir sind viel in der Polarforschung, da sieht man die Auswirkungen direkt natürlich, wenn man in die Arktis schaut, dann das Sommer sehr als das Schmitzbeck, aber auch allgemein im Meer sieht man, was Erwärmung oder auch Ozeanversauerung alles anrichtet sozusagen, genau. Und ja, spannende Ziele, die wir haben als Artists for Future. Wir sind inzwischen eben, wie gesagt, auch eine offizielle Regionalgruppe von Scientists for Future. Bei Scientists for Future sind eben Wissenschaftler, die mit ihren Erkenntnissen, mit ihrem Wissen, mit ihren Arbeiten Scientists for Future unterstützen. Und wir sind auch aktiv im Austausch mit Scientists for Future Bremen und Bremerhaven, was die Streiks angeht, und da durften wir auch schon einige Vorträge bei den Streiks selbst halten. Genau. Ansonsten haben wir als Artists for Future auch noch das Ziel, die interne Nachhaltigkeit des Instituts ein bisschen zu verbessern. Da sind wir auch stark im Austausch mit unserer Nachhaltigkeitsbeauftragten und machen da auch Fortschritte. Das ist auch sehr schön. Ich meine, klar, man muss auch ein bisschen vor der eigenen Haustür kehren, aber da kriegen wir auch machen wir große Fortschritte. Und das Schöne ist auch, dass wir sind AWI-Mitarbeiter, das ist völlig unabhängig davon, auf welchem Level wir sind. Im Kernteam selbst haben wir schon, von Doktoranden zu Technikern zu Postdocs zu Senior Scientists alle möglichen Arbeit oder Strukturen drin. Und überhaupt bei AWIs for Future darf jeder mitmachen, der am Institut arbeitet. Und unsere Arbeit wird auch sehr vom Direktorium unterstützt. Das freut uns auch sehr, dass auch das Direktorium sagt, ja, das ist toll, was ihr macht. Und tatsächlich eine schöne Neuigkeit ist, ja, ne, Matthias, da freuen wir uns sehr, dass wir vor kurzem mit dem Wissenschaftskommunikationspreis des AWIs ausgezeichnet wurden. Das ist schön. Genau, das war echt super. Also kommt dann, glaube ich, bald noch ein Video, wo wir uns dann quasi selbst noch ein bisschen präsentieren durften, genau, mit dem Kernteam. Genau, das war echt super, weil ja, man hofft natürlich auch immer, dass das irgendwie gut ankommt oder das Institut irgendwie weiter zusammenbringt, weil ja genau, das AWI ist einfach eine Riesengruppe von Leuten und man läuft sich halt dann doch nicht so leicht über den Weg und zum Kaffee trinken, jetzt gerade geht es im Moment überhaupt nicht, dass man auch mal so zwischendurch irgendwie so redet und ja, deswegen ist halt schön, dass da halt die Leute irgendwie zusammenkommen und wir jetzt zumindest auch, zumindest online weiter uns regelmäßig treffen und uns zumindest so ein bisschen sehen. Ich glaube, einmal haben wir auch letztes Jahr es noch geschafft, irgendwie uns im Biergarten zu treffen, ne? Ich weiß nicht genau, zu welcher Gelegenheit das war. Das war irgendwie auch ganz schön. Einmal Gelegenheit. Ja, das waren noch die guten Zeiten, wo man noch ein bisschen draußen sitzen konnte mit etwas Abstand. Und genau. Ja, mal schauen. Aber sobald wieder, jetzt eben viel online und sobald wieder mehr geht, dann natürlich auch wieder draußen. Ich meine, online hat den Vorteil, dass wir auch echt viele Leute erreichen, die halt jetzt nicht lokal irgendwie da sind. Also das ist auch ein Vorteil, den es gibt, ne? Ja. Genau. Aber das heißt, wir werden das eine nicht unbedingt kürzen, aber das andere ein bisschen mehr ausbauen in Zukunft, ja. Genau. Ja, was soll sonst noch irgendwie, was wolltest du noch über deine Arbeit erzählen, noch ein bisschen? Oder über meine Arbeit? Erzählen, oder, ja, weiß ich nicht, was reden wir jetzt noch so ein bisschen? Ja. Wir haben jetzt eine Viertelstunde rum. Ja, genau. Schon ganz gut, was genau, wie gesagt. Ja. Ja, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, stellt ihr in den Chat. Ansonsten kann ich mal kurz über meine Arbeit berichten. Ja, wie gesagt, ich schreibe meine Doktorarbeit. Ich habe Meeresbiologie studiert, ein sehr schönes Studium, aber aufpassen, man arbeitet nicht unbedingt nur mit Walen und Delfinen, auch wenn die sehr süß sind. Aber man versteht einfach das Ökosystem mehr, ein bisschen besser. Und inzwischen bin ich durfte auch ein paar Mal auf Schiffen mitfahren, war auch oben in der Arktis, wo Matthias arbeitet. Inzwischen arbeite ich an einem Modell, das heißt, im Prinzip übertragen wir den Ozean in den Computer, simulieren Prozesse, die im Ozean stattfinden, um sie dann eben letztendlich auch zu verwenden, um Vorhersagen oder Projektionen zu machen, was der Klimawandel
wie der sich auf den Ozean auswirkt. Genau, und da schaue ich mir genauer an, wie die kleinen Algen im Meer wachsen und versuche das so ein bisschen besser darzustellen, ein bisschen realistischer darzustellen. Genau, das heißt, ja, Homeoffice war für mich jetzt keine Rieseneinschränkung, außer dass ich leider meine Kollegen viel seltener sehe und schon eigentlich auch gerne im Büro arbeite, aber ansonsten kann ich meinen Laptop packen und kann meine Arbeit im Büro, im Wohnzimmer, wenn wir zu Hause weitermachen, bin dann nicht groß eingeschränkt. Genau. Also, ja, die Kommunikation ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, gerade wenn man eine Doktorarbeit macht, das ist so essentiell, dass man irgendwie mal eben eine Mittagspause zusammen hat und dann so kleine Fragen los wird. Man ist ein bisschen isoliert im Wohnzimmer dann, weil man sich dann immer überwinden muss, ah, schreibe jetzt eine Mail oder schreibe in den Chat, ich habe eine Frage, Hilfe, was man eigentlich eben dann in der Mittagspause losgeworden wäre. Das heißt, das ist das, was einen ein bisschen auffällt, aber gut, ist so da. Da haben, glaube ich, viele mitzukämpfen momentan. Ja, werden wir sehen. Und mein Ziel ist dann, gegen Ende des Jahres mit der Doktorarbeit fertig zu werden. Ja, das so. Kriegst du bestimmt gut hin. Bin ich auch mal gespannt, was deine Computer da überhaupt so erzählen über die Algen und was ja. Die so alles machen. Bin ich auch gespannt. Ich hoffen wir wahrscheinlich beide, dass es bald irgendwann wieder normal wird. Ich meine, ein Vorteil ja auch von der Wissenschaft ist, dass man gut rumkommt irgendwie und zum Beispiel auch dann viele verschiedene Tassen sammeln kann. Also jetzt zum Beispiel die hier kommt aus meiner Doktorarbeit in Dänemark. Passt jetzt nicht ganz zur Jahreszeit, heißt Frohe Weihnachten, was da draufsteht. Aber Das ist ein bisschen verschoben. Was verschoben? Die Tasse. Naja, ich meine. Ja, gut, aber die Tasse ist schön groß und für ausufernde Kaffeetrinker ist das genau die richtige Tasse, weil dann eine gute Portion Koffein damit reinbekommen. Kommt noch Milch mit rein oder schwarz? Ja, ein bisschen Milch kommt auch noch mit rein, genau. So, ah, für die Farbe so ein bisschen. Ja. Genau. Und du bist ja mehr unterwegs als ich, ne? Du, also ich meine. Ja, naja. Du musst irgendwo hinfahren, um deine Proben zu bekommen. Mehr oder weniger. Genau, ich meine, das ist natürlich dann auch eher der kleinere Teil im Vergleich zu den Auswertungen nachher. Ne? Also ich war jetzt das letzte Mal 2019 in der Arktis und seitdem sitze ich halt an diesen Daten und werte die halt aus und es ist halt dann auch nur Computerarbeit. Ich mache jetzt primär auch nicht mehr so viel im Labor gerade, weil wir viel mit Sequenzen arbeiten. Das heißt, wir schauen uns die DNA der Bakterien zum Beispiel in dem Fall an und können darüber schon viel rausfinden, weil sie natürlich nicht jetzt auseinandergehalten werden können, wie jetzt so ein Wal oder ein Delfin an ihrer Form. Müssen wir halt zum Beispiel auf die DNA schauen, wie die sich so unterscheiden. Und das läuft halt alles über Computer im Endeffekt auch. Genau, im Endeffekt sind es so alle paar Jahre sind es mal so eine Auswahl. Also davor war ich noch an einer anderen Stelle, vor dem AVI. Da waren wir dann einmal über den Pazifik zum Beispiel drüber gefahren. Oder auch einmal in der Antarktis, was eigentlich so mein eigentlicher Favorit ist. Also, naja, kann man schlecht sagen. Also am Nordpol war ich sogar auch schon mal, was natürlich auch wieder ganz besonders ist. Aber so die Antarktis irgendwie so, da ist einfach noch mehr Leben und die Pinguine und ja, ist einfach nochmal ganz, ganz fantastisch nochmal. Und genau, das wäre einfach schön. Die Expeditionen laufen zwar ja weiterhin im Moment, aber mit großen Schwierigkeiten, mit Quarantäne vorher und so weiter. Wobei dann der Vorteil ist, dass man an Bord dann quasi sich so verhalten kann wie sonst, sich in den Armen liegen und so weiter. Also da hört man auch schöne Sachen von den Expeditionen gerade. Genau, wäre halt schön, wenn das auch mal wieder so käme. Und wir dann natürlich auch wieder weitere spannende Sachen vielleicht auch euch erzählen können. Und auch bei den Demos dann uns engagieren weiter. Ja, genau, das stimmt. Ja, gut, warten wir alle ein bisschen ungeduldig drauf, ne? Aber es ist schön, wenn Expeditionen trotz allem irgendwie stattfinden können, weil es einfach so unglaublich wichtig ist, auch viele Langzeitstudien einfach weiter zu betreiben, weil man einfach häufig, man muss ja unterscheiden, was sind Veränderungen mal zwischen den Jahren und was sind ein langfristiger Trend und gerade durch diese Langzeitbeobachtungen hat man langfristige Trends ja überhaupt erst oder sieht sie überhaupt erst. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, Messungen weiterzuführen und weiterzugucken, was da so abgeht. Und die nächsten Jahre werden ja interessant werden. Und deswegen zum einen machen wir uns Arbeit eben, um langfristiger zu gucken. Ne? Und zum anderen eben sehen wir, dass es wichtig ist, sofort zu handeln. Und deswegen stehen wir auch auf der Straße oder sind online dabei. Ja. Genau, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit halt, ne? Weil jetzt zum Beispiel da in der Arktis sind seit 20 Jahren, werden diese Untersuchungen gemacht. Es gibt noch andere Zeitreihen, die laufen viel länger schon.
ist natürlich jetzt nicht wie eine Doktorarbeit, wo man auch schnelle Ergebnisse bringen muss. Da kann man halt natürlich nicht 20 Jahre warten, bis man da was publiziert. Und genau, das ist halt dann auch teilweise dann ein bisschen natürlich ja, schwierig, wenn man dann selbst aktiv werden will, aber ja, dann diese langen Zeiträume eigentlich überblicken muss, um sagen zu können. Das ist auch eine Kritik, die man oft dann hört, irgendwie so, dass man jetzt irgendwie nur ein paar Jahre rausgreift und da hat sich vielleicht was Pflicht, wie auch immer. Ja, mit solchen Leuten ist dann auch schwer zu argumentieren. Natürlich jetzt, wenn es auch irgendwie das Wetter sich kurzzeitig ändert, viel Schnee ist, ist es dann deswegen nicht, es gibt jetzt keinen Klimawandel zum Beispiel. Ne? Also das ist einfach auch schwierig als Wissenschaftler da mit den Leuten zu kommunizieren und da fehlt uns dann oft auch selbst irgendwie so ein bisschen die richtige Sprache irgendwie, glaube ich. Und ja, deswegen versuchen wir halt auch bei Arbeitsverfassung zu lernen, einfach besser mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Ja, genau, einfach Sachen, die für einen selbstverständlich sind, irgendwie so zu verpacken, dass es jeder versteht. Das kann man jetzt irgendwie, ist das fast eine Blaupause, die Corona-Pandemie. Ne? Man liest viel in den Nachrichten und denkt sich, hä, warum? Ich habe doch gestern was anderes gesagt, die Wissenschaftler, die Virologen. Ja, aber das ist letztendlich Wissenschaft. Und ich glaube, sowohl die Virologen, die gerade sehr im Fokus stehen, lernen gerade eine Menge. Und wir lernen auch viel im Klimawandel. Ich meine, der Klimawandel wird immer noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, obwohl das echt ziemlich katastrophal ist, was dabei rauskommt, wenn wir so weitermachen wie bisher. Aber man sieht, wie viel sich bewegen kann, wenn man die Corona-Pandemie anschaut, wie viel Geld plötzlich zur Verfügung stehen kann, wie viel Aktion da ist. Ich meine, ja, wir hoffen natürlich, dass durch den Klimawandel, dass wir nicht so viele Einschränkungen machen müssen, aber man muss den Lebensstil ein bisschen verändern und man muss gerade auch aktiv werden, was die Wirtschaft angeht. Und da muss man viel Aktionen einfordern von der Politik. Das ist ganz wichtig. Und deswegen, man darf ihn nicht zu stiefmütterlich behandeln, auch wenn man, wir sehen ja schon Auswirkungen des Klimawandels jetzt, hier und auch in Deutschland, weltweit auf jeden Fall. Aber es ist halt nicht so fassbar wie eine Pandemie, oder? Also deswegen, ja. Ja, genau, weil es sich halt auf diesen anderen Zeitskalen abspielt, ne, irgendwie dann doch. Ja. Also im Endeffekt, ja, am besten können wir nur raten, irgendwie werdet selbst irgendwie Wissenschaftler, die es noch nicht vielleicht sind oder die Interesse haben, einfach oder ja, bleibt interessiert daran, was wir so machen. Und ja, das ist einfach wichtig und einfach auch, weil es so faszinierend ist. Ich meine, wir sind ja im Endeffekt, wir beide jetzt auch dazu gekommen, weil wir einfach so fasziniert von der Natur sind und ja, wollen das halt irgendwie bewahren natürlich. Und genau. Genau, ja. Also schau einfach mal rein bei Wissenschaft fürs Wohnzimmer, kann ich nur empfehlen, also sowohl heute Abend, auch dann vielleicht die anderen Videos, die schon gelaufen sind und ja, bleibt immer mit uns in Kontakt, also wir freuen uns auch über jegliches Feedback, jetzt sowohl von Arbeits for Future, aber auch natürlich von uns beiden jetzt als Forscher, ich meine, ihr könnt uns ja auch finden über Twitter und auch, oder über E-Mail. Warte mal, Matthias hat eine Frage, hallo zusammen. Externe Wissenschaftler auf den Expeditionen zur Station Antarktis dabei. Naja, also bei den meisten Expeditionen, eigentlich bei fast allen, bei den Mini-Kleinen sind es nur AWI-Wissenschaftler, aber bei den meisten kommen Externe auch mit. Genau. Also die Wissenschaftscommunity, die ist super international und groß und da herrscht sehr viel Austausch da. Ja, genau. Also das ist extern bedeutet. Ja, normalerweise ein bisschen vorher bewerben. Quasi. Genau. Also Antrag schreiben, dass man mitfahren darf mit einer bestimmten Forschungsfrage, was man halt sich anschauen möchte und dann wird halt dann oft auch geguckt, wo das dann am besten reinpasst, weil es ist ja eigentlich jedes Jahr sind ja mehrere Abschnitte, die jetzt in der Antarktis gefahren werden zum Beispiel und da schaut man dann immer, ob jetzt irgendwelche Probennamen zum Beispiel besonders in eine Expedition passen oder einige Leute wollen halt natürlich in einer bestimmten Region forschen und dann muss man halt gucken, in welchem Jahr das dann zum Beispiel passt, also man kann es jetzt nicht frei aussuchen sozusagen und ein bisschen von der Koordination abhängig, von der AWI-Schiffskoordination. Aber genau, im Endeffekt, wenn man einen guten Antrag hat, eine gute Idee hat, dann kommt man da eigentlich immer drauf, zumindest in den nächsten paar Jahren. Genau, Wissenschaftler sollte man vielleicht sein. Obwohl genau, teilweise auch schon Journalist mitgenommen wurden, um einfach ein bisschen auch Öffentlichkeitsarbeit zu machen, ähnliches zu machen. Genau. Oder man muss halt bei der Werft arbeiten, ne, als Mannschaft. Da kann man natürlich dann auch mit an Bord. Das natürlich so, auch, ja. Kann man halt leider nicht mitfahren auf Polarstern. Nein, das nicht. Das stimmt. Ja. Genau. Ja, wunderbar. Dann sehe ich hier gerade keine neuen. Fragen kommen von euch? Mehr?
Wir haben jetzt ein paar, die vorher gestellt wurden, glaube ich, schon so im Laufe des Gesprächs beantwortet, ne? Also die ihr eh vorgestellt habt. Aber wenn es noch andere gibt, dann ist jetzt die Chance. Also ich meine, sonst natürlich einfach noch schreiben später. Genau, ihr könnt auch jederzeit danach schreiben. Ihr könnt uns auch über Twitter folgen und uns da auch jederzeit anschreiben. Genau. Ich denke mal, ihr findet uns. Alles klar. Matthias, ich höre dich gerade, glaube ich, nicht mehr. Ach, da ist noch eine Frage. Matthias ist gerade verschwunden, dann beantworte ich die mal. Nee? Ja, auch gesehen, dass eine Fotografin dabei war. Ja, das stimmt. Naja, ich meine, ja, schöne Fotos sind dann immer catchy, ne? Wenn man ja, gute Filmaufnahmen, schöne Fotos hat, das hilft erstmal nicht konkret der Forschung weiter, aber es transportiert die Forschung nach außen und zeigt dadurch auch, wie enorm wichtig unsere Arbeit ist. Das sage ich jetzt natürlich als Wissenschaftlerin, was mein Job ist, aber auch als Außenstehende. Es ist einfach wichtig. Wir müssen verstehen, was abgeht, was da passiert draußen und können dann und sehen eben, wie gesagt, schon, dass das Klimawandel stattfindet, dass die Auswirkungen erschreckend sind, wenn wir so weiter machen. Ich hole noch einmal den Matthias rein. Der hat ein bisschen Probleme, damit wir uns gemeinsam verabschieden können. Sieht man, dass die Technik doch manchmal ein bisschen schwierig ist. Da kommt er. Ha! Wieder da. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal klappt. Ich dachte, ich sage wenigstens nochmal kurz Tschüss. Du bist jetzt wahrscheinlich schon am Ende. Ich habe keine Ahnung, wann ich jetzt da rausgeschmissen wurde. Auf einmal war es halt weg. Naja. Ja, genau. Nee, ich bin am Ende. Alles klar, dann. Du bist am Ende, sehr gut. Ich bin am Ende. Alles klar, dann würde ich, ja, trinke ich meinen Tee leer und du deinen Kaffee. Genau, dann werden wir uns vielleicht, wir sehen uns auf jeden Fall, Matthias, ja. Und ansonsten alle anderen, folgt uns über Twitter, Wissenschaftliches Wohnzimmer, falls ihr Fragen habt, jederzeit anfragen. Und wir freuen uns. Und vielleicht sehen wir euch irgendwann auch mal auf der Straße bei einer Demo. Ist auch immer wichtig, dorthin zu kommen. Am 19. März übrigens ist der nächste globale Klimastreik. Guck mal in eurer Stadt, was da für Aktionen stattfinden. So. Alles klar. Hast du schon den nächsten Coffee Break angekündigt? Nein! Siehste. Ja. Der ist nämlich am nächsten Donnerstag, nee, am nächsten Donnerstag, Entschuldigung, am 1. April. Am 1. April. Am 1. Donnerstag Monats ist der immer, genau, am 1. Donnerstag des Monats. Also am 1. April ist kein Scherz, haha. Also da ist der nächste Coffee Break am 1. April. Richtig? Genau. Ja, Details werden noch angekündigt. Kriegt ihr dann mit. Also scheint, es wird dann rechtzeitig bekannt gegeben, was dann da stattfindet. Genau. Ist auf jeden Fall schon in der Ahnung. Richtig. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, herzlichen Dank. Und dann macht euch noch einen schönen sonnigen, hoffentlich sonnigen Nachmittag. Okay. Genau. Tschüss. Tschüss, bis bald. Tschüss.